Dietrich Bonhoeffer gehört zu den ganz großen Glaubensgestalten des 20. Jahrhunderts. Und von ihm stammt die Gedichtszeile: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Daraus ist ja ein Trostlied, ein bekanntes Lied entstanden: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Und wir singen es gerne zum Jahresende. Es ist ein sehr schönes Lied, wie ich persönlich finde. Ein Lied, das eine sehr große Tiefe hat. Doch auch Dietrich Bonhoeffer war nicht frei von Zweifeln und Anfechtungen. Im Mai 1943 schrieb er aus dem Gefängnis einen Brief an seine Eltern und da standen unter anderem diese Zeilen drinnen. Allerdings ist mir nie so deutlich geworden wie hier, was die Bibel und Luther unter Anfechtung verstehen. Ganz ohne jeden erkennbaren physischen und psychischen Grund rüttelt es plötzlich an dem Frieden und an der Gelassenheit, die einen trug, und das Herz, das trotzige und verzagte Ding, man empfindet es wirklich als einen Einbruch von außen, als böse Mächte, die einem das Entscheidende rauben wollen. Unser Thema heute lautet Zweiflern raten, und es ist eine Predigt in der Reihe Werke der Barmherzigkeit, wo wir uns mit der Jahreslosung beschäftigen, die uns sagt: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir wollen lernen, barmherzig zu sein. Und ein Aspekt, wie man Barmherzigkeit üben kann, ist, Zweiflern zu raten, Zweiflern zur Seite zu stehen, ihnen Hilfestellung zu geben, ihnen beizustehen. Im Neuen Testament finden wir im Brief des Judas, das ist nicht der Judas Iskariot, der Jesus verraten hat, sondern ein anderer Jünger des Herrn, finden wir einen Brief von ihm, ein sehr kurzer Brief, so am Schluss des Neuen Testaments, folgende Aussage in Vers 22. Ja, es gibt dort keine Kapitelangaben, es ist nur ein Kapitel, deswegen Judas 22 ist der Vers in diesem kurzen Brief. Und dort heißt es: Erbarmt euch derer, die zweifeln. Das Neue Testament gibt uns also den Auftrag, um den es hier geht in dieser Predigt, uns um die Menschen zu kümmern, die mit Zweifeln, mit Anfechtung zu tun haben. Der Judasbrief, der will insgesamt vor Irrlehrern warnen, die den Glauben auf Abwege führen, die den Glauben gefährden und die Gemeinde spalten. Und er ermahnt die treu gebliebenen Christen zum Festhalten am Glauben. Und er sagt mit diesem Vers: Zum Festhalten am Glauben, an der ganzen Gemeinde gehört es auch, dass wir uns um die kümmern, die mit Zweifeln kämpfen. Heute in der Predigt soll es darum gehen: Wie können wir das tun? Was können wir dafür tun, dass uns das gelingt, diesem Auftrag nachzukommen? Wie können wir diese Barmherzigkeit üben? Und ich glaube, es wird eine Predigt sein, aus der wir das entnehmen können, wie wir mit anderen umgehen können. Und vielleicht wird auch der ein oder andere Aspekt drin sein für unser eigenes Leben, für unsere eigenen Zweifel und Probleme, für unsere Sorgen und Herausforderungen, in denen wir alle stehen. Der erste Punkt, den ich hier nennen möchte, ist: Wir halten Zweifel aus. Damit meine ich, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft Zweifel aushalten müssen. Dass wir Menschen aushalten müssen, die Dinge in Frage stellen, die zweifeln, die straucheln. Denn genau darum geht es. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Das bedeutet nicht, diese Menschen haben hier keinen Platz, sondern wir halten sie aus. Zweifel ist ein grundlegendes Thema des Glaubens und oft ein Thema, das tabuisiert wird. Man spricht nicht so gerne darüber, man darf nicht darüber sprechen, hat man vielleicht manchmal den Eindruck, es darf nicht sein. Aber ich glaube, wir müssen über den Zweifel sprechen, weil er zum Glauben dazugehört. Und da kann die Gemeinde, die Gemeinschaft enorm helfen auf diesem Weg, wenn es Raum dafür gibt, damit umzugehen. Wenn ich eine Offenheit finde für meine Zweifel, dann kann ich damit umgehen. Wenn ich Verständnis vorfinde, kann ich mich öffnen. Dann kann ich mit jemandem beten oder
für mich beten lassen. Oder ich kann den anderen zuhören beim Beten, wenn ich selber gerade nicht beten kann. Diese Erfahrung ist enorm wichtig. Kleingruppen wurden schon angesprochen heute im Gottesdienst. Es ist enorm wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir sprechen können, mit denen wir ja über das reden können, was uns in unserem Glaubensleben gerade bewegt. Aber Gemeinschaft kann auch zu einem Problem werden auf der anderen Seite. Kann zu einem Problem werden, wenn das, was da in mir ist, nicht sein darf. Wenn es tabuisiert wird, wenn man nicht darüber sprechen kann, wenn der Zweifelnde das Gefühl vermittelt bekommt, also mit dir stimmt was nicht. Du bist da doch das Problem. Und dann entstehen Selbstvorwürfe, dann entstehen Schuldgefühle, die uns in eine sehr negative Abwärtsspirale führen können. Und Menschen, was machen sie in solchen Situationen? Sie meiden die Gemeinschaft, weil sie das Empfinden haben, da ist kein Raum für mich, da ist nichts, kein Platz für das, was mich gerade bewegt. Und sie kommen dann auf einen Weg, der ja nicht immer positiv ist, der sie wegführt von der Gemeinde, von der Gemeinschaft und im schlimmsten Falle weg von Gott. Das heißt, damit wir gut mit Zweiflern und mit Zweifeln umgehen können, müssen wir verstehen, es gehört zu unserem Leben dazu. Glaube und Zweifel sind immer zwei Dinge, die einander bedingen, wie Krankheit und Gesundheit, wie Licht und Finsternis. Es sind Gegensätze, die einander definieren. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Einen Glauben ohne Zweifel gibt es nicht. Das wäre Wissen. Das wäre kein Glaube mehr. Und die Bibel ist eine Geschichtensammlung, ein Buch voller Aussagen über den Glauben. Und wir tun gut daran, den Glauben hochzuhalten und zu sagen, wir wollen glauben und wir strecken uns aus danach. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Bibel genauso eine Geschichte ist, die voll ist von Zweifeln. Es beginnt bei Adam und Eva, die sich die Frage stellen, ist Gott wirklich gut oder will er mir etwas vorenthalten? Dieser grundlegende Zweifel zeigt uns, dass das menschlich ist, in uns drinnen. Wir zweifeln an der Güte Gottes. Wir fragen uns, meint er es wirklich gut mit uns? Und Gott ist so gütig, dass er uns ständig seine Liebe und seine Güte beweist. Immer wieder neu, nicht nur einmal am Anfang so, ich habe es dir doch gesagt, ich bin gut. Immer wieder neu. Denken wir an Noah, der das Symbol des Regenbogens bekommt. Und Gott sagt, ich setze meinen Bogen, meinen Kriegsbogen in die Wolken. Das zeigt, ich führe keinen Krieg gegen dich. Ich bin dir gnädig. Und immer wieder, wenn du diesen Bogen siehst, sollst du daran denken. Weil wir es immer wieder vergessen, weil wir uns immer wieder in unsere Zweifel begeben, weil da immer wieder etwas in uns hochkommt und dann erinnert uns Gott immer wieder neu. So gnädig ist Gott. Das Volk Israel, es wird befreit aus Ägypten, aber ständig zweifeln sie an der Wegführung Gottes, fragen sich, ob das wirklich so eine gute Idee war, von Gott sie rauszuführen. Mit dieser Freiheit können sie gar nicht umgehen und zweifeln ständig und straucheln. Die Kundschafter an der Grenze des verheißenen Landes sagen sich, ja, das können wir nicht schaffen. Gott sagt uns zwar, er will uns da reinführen, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann an allen möglichen Dingen zweifeln, zweifeln an Glaubensinhalten oder zweifeln an der eigenen Berufung, so wie Gideon. Gideon ist berufen, das Volk Israel zu führen in einer bestimmten Situation und er zweifelt so sehr, dass er ständig von Gott Zeichen erwartet und ganz unmögliche Dinge und Gott lässt sich darauf ein. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Oder Mose, der zweifelt nicht an Gott, er zweifelt nicht an Gottes Geschichte, sondern er zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten. Und Gott beruft ihn und Mose sagt, aber ich kann das nicht, ich kann nicht sprechen. Es funktioniert einfach nicht. Zweifel kann einen plötzlich überfallen, so wie Johannes den Täufer, der im Gefängnis sitzt und der dort von einer Frage gequält wird. Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und diese Frage geht in seinem Kopf die ganze Zeit. Bist du wirklich der Christus? Oder muss ich weiter warten? Der Zweifel kann einen überfallartig in Besitz nehmen.
kann einen überfallen wie ein Räuber, egal wie stark der Glaube ist. Hatte Johannes der Täufer einen großen Glauben? Ich denke schon. Und trotzdem, wenn die Situation stimmt, wenn der entsprechende Umstand kommt, dann kann auch der Zweifel kommen. Es ist ganz normal. Petrus, derjenige von den 12 Jüngern, der sich immer ganz vorne sah, der vielleicht, würden wir sagen, etwas vorlaut oder etwas selbstbewusst war, überall der Erste, trägt sein Herz auf der Zunge und als Jesus den Jüngern auf dem See begegnet, sagt er: Herr, lass mich doch zu dir kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagt dann: Komm. Und er geht auf dem Wasser, er erlebt das Wunder des Glaubens. Und was passiert? Er blickt auf die Wellen. Er zweifelt, ganz normal. Er beginnt zu sinken. Und das ist unsere Geschichte. Wir brauchen die grundlegende Erkenntnis, wenn wir Menschen zur Seite stehen möchten, die Zweifel haben, wenn wir mit unseren eigenen Zweifeln gut umgehen wollen, dann müssen wir verstehen, das dürfen wir nicht tabuisieren. Sie gehören zum Glaubensleben dazu. Und vielleicht denkst du jetzt, als Pastor hast du ja gut reden. Als Pastor, ja, da kennt man das doch nicht wirklich. Und ich würde von meiner Situation aus, von meinem Leben her sagen, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Denn wer sich ständig nur mit dem Glauben beschäftigt, wer darin lebt und darin arbeitet, ja, was macht das denn mit einem? Aus meiner Situation kann ich sagen, dann hat man ständig mit Zweifeln zu tun. Es kann nicht sein, dass ich sage, ja, ich habe nur mit dem Glauben zu tun. Nein, ständig ist da der Zweifel als ein bohrender Begleiter. Als jemand, der dich ständig fragt, stimmt das denn auch, was du da sagst? Ist das denn auch richtig? Stimmt das denn da, was du liest? Und so kann ich nur sagen, wer sich viel mit dem Glauben beschäftigt, der beschäftigt sich dann auch viel mit Zweifeln. Und ich habe es in meinem Leben oft erlebt, dass der Zweifel mich manchmal ganz unmittelbar überfällt. In einer Situation, ich erinnere mich, vor circa 11 Jahren war es gewesen, da war ich gerade im Gebet. Ich habe mich zu der Situation damals hingekniet. Ich weiß nicht mehr genau, was mein Anliegen war, aber es war ein wichtiges Anliegen, was mich bewegt hat, und ich habe gebetet. Und wie aus dem Nichts kam mir ein Gedanke in den Kopf. Daran erinnere ich mich noch bis heute. Wie aus dem Nichts kommt dieser Gedanke: Es gibt keinen Gott. Was machst du da eigentlich? Du kniest bei deinem Bett und betest: Es gibt keinen Gott. Und das hat mich so dermaßen kalt erwischt von der Seite, dass ich dachte: Was ist denn hier los? Was passiert denn da? Was geht da in mir vor? Das hatte ich vorher in der Phase, in der Zeit, in meinem Leben, überhaupt in meinem Glaubensleben noch nicht in der Massivität erlebt. Und das hat mich richtig fertig gemacht. Damit musste ich mich erstmal auseinandersetzen. Ich musste überlegen, wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich das? Da kommt dann einiges durcheinander plötzlich in deinem Leben. Und dann muss ich mir überlegen, was sind denn meine Gründe zu glauben? Wie gehe ich überhaupt mit dieser Anfechtung um? Dazu möchte ich später noch am Ende etwas sagen, werde darauf zurückkommen, wie wir gut damit umgehen können. Aber ich möchte sagen, Zweifel können überfallartig in unser Leben kommen, so wie Dietrich Bonhoeffer das beschrieben hat in dem Anfangszitat. Und sie wollen einem etwas rauben. Oft sind es bestimmte Umstände, die damit einhergehen, wie bei Johannes dem Täufer, der im Gefängnis sitzt und es ändert sich die Situation. Und dann ist es ganz normal, dass dann plötzlich etwas ins Rollen kommt. Es sind Krisen, die wir erleben, es sind unerhörte Gebete, wie wir das von Willi gehört haben. Was ist, wenn mit den Gebeten wir beten und es ändert sich nichts? Es sind manchmal gesundheitliche Probleme. Ich glaube, das gehört zu dem größten Bereich, wo dann dieser Zweifel in uns aufsteigen kann. Dinge, die wir erleben, Dinge, die wir beobachten in unserer Welt und uns fragen, warum passiert das so? Und dann passiert es, dieses zwiespältige Gefühl, Zweifel kommt von zweifach, ein zweifältiges Gefühl. Auf der einen Seite der Glaube, auf der anderen Seite ja das Gefühl, passt das denn so? Dann kommt dieses Gefühl in uns auf. Und ich möchte dazu sagen, auch
im Blick auf dieses, wir halten Zweifel aus. Es geht nicht um Unglaube. Das müssen wir davon differenzieren. Zweifel ist nicht Unglaube. Unglaube ist so die bewusste Entscheidung, also ich werde nicht glauben und ich werde nicht, mich nicht darauf einlassen. Das ist etwas anderes als Zweifel. Zweifel ist auch kein Skeptizismus nach dem Motto, ich stelle erstmal alles in Frage, was ich höre, was ich sehe, was andere sagen. Es ist erstmal immer skeptisch zu betrachten. Das ist auch nicht Zweifel. Stattdessen ist Zweifel dieses Gefühl der Unsicherheit. Plötzlich eine Verunsicherung im eigenen Leben wahrzunehmen, ein Abwägen von verschiedenen Möglichkeiten, ein Zögern, ein Unentschlossensein, manchmal auch eine Verständnisschwierigkeit. Das Gefühl, an eine Grenze zu stoßen. Sehr gut sichtbar wird das für mich in Markus 9, wo ein Vater Jesus um Hilfe bittet, weil sein Sohn unter einem bösen Geist leidet. Und er bittet Jesus, hab Erbarmen mit uns und hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Wie reagiert Jesus? Jesus sagt, was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Und dann schreit der Vater voller Verzweiflung diesen Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir, dass ich nichts daran zweifle. Ich will ja glauben, aber ich spüre auch, dass ich es nicht kann. Was hilft uns in dieser Situation? Es hilft uns nicht, das Ganze unter den Teppich zu kehren, einfach zu tabuisieren nach dem Motto, darf nicht vorkommen, kommt nicht vor. Nein, es kommt vor. Und wenn wir es tabuisieren, wenn wir nicht darüber sprechen, dann verschlimmert das die Situation. Mir hat unter anderem ein Zitat von Karl Barth geholfen, ein Theologe, der einmal geschrieben hat, es ist jedem, der mit Unglauben zu ringen hat, zu raten, dass er seinen eigenen Unglauben nicht ernst nehmen sollte. Nicht zu ernst nehmen sollte. Nur der Glaube ist ernst zu nehmen, denn wenn wir glauben haben wie ein Senfkorn, so genügt das, dass der Teufel sein Spiel verloren hat. Muss jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen hier, aber es ist ein interessanter Gedanke. Was wiegt mehr, der Glaube oder der Zweifel? Und Jesus sagt, hast du Glaube wie ein Senfkorn? So entsteht etwas unglaublich Großes daraus. Wir können als Gemeinschaft Zweifel und Zweifelnde aushalten, weil wir wissen, was ernst zu nehmen ist. Nicht nach dem Motto, der Zweifelnde ist nicht ernst zu nehmen. Nein, wir nehmen es ernst, aber wir wissen, dass der Glaube eine viel größere Kraft hat. Dass Gott eine viel größere Kraft hat. Das kann uns eine gewisse Entspannung geben, mit Zweifeln umzugehen. Gut mit ihnen umzugehen. Und wie wir das machen, dazu komme ich später. Ein zweiter Gedanke noch, wie wir uns verhalten können. Wir verurteilen Zweifelnde nicht. Das eine ist, wir geben ihnen Raum, wir halten es aus, aber wir sollten uns auch vor einem gewissen Schubladendenken hüten. Wir sollten Menschen nicht stigmatisieren, sie in eine Schublade stecken. Woran denkt ihr zum Beispiel, wenn ihr an den Jünger Thomas denkt? Das Erste, an das man denkt, ist diese Aussage der ungläubige Thomas, an seinen Zweifel. Einmal gezweifelt und als ewig abgestempelt als der Ungläubige. Das ist eigentlich richtig fatal, finde ich. Das macht Jesus nicht, das macht die Bibel nicht, aber das machen wir. Thomas, ja, das ist der Ungläubige, das ist der, der gezweifelt hat. War Thomas ungläubig? Er ist Jesus die ganzen 3 Jahre zusammen mit den anderen Jüngern gefolgt. Er war sogar an einer Stelle, das lesen wir im Johannesevangelium, bereit, mit Jesus zu sterben. Als Jesus nach Jerusalem gehen will, sagt er, kommt, wir gehen mit. Wir werden mit ihm sterben. So voller Hingabe hat er gelebt. Aber in unser Denken hat sich eingebracht, dass doch mit diesem Thomas etwas nicht stimmen könnte, weil er ja ein Zweifler sei. Und das ist grundlegend verkehrt. Schauen wir uns einmal Matthäus 28 an, die Verse 16 und 17. Dort heißt es, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Das ist nach der Auferstehung. Und als sie ihn sahen, den auferstandenen Herrn, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten.
11 Jünger, klar, da ist Judas Iskariot dann nicht mehr dabei. 11 Jünger gehen zu Jesus, sehen den Auferstandenen, fallen anbetend vor ihm nieder. Aber einige zweifelten. Da steht nicht einer zweifelte, einige. Steht auch nicht zwei. Gut, vielleicht können zwei einige sein, keine Ahnung. Aber es scheint eine undefinierte Menge zu sein. Ein Teil der Jünger zweifelt. Es ist etwas völlig Normales, es ist etwas Menschliches. Aber wir stecken Thomas, den Jünger, dann in so eine Schublade hinein. Und wenn wir das alles genau nachlesen in Johannes 20, dann stellen wir fest, dass Thomas ja nicht dabei war, als Jesus den anderen Jüngern begegnet ist. Und was hat Jesus getan, als er bei den anderen Jüngern war? Er hat ihnen seine Wunden und die Wunde an seiner Seite gezeigt, steht in Johannes 20, Vers 20. Jesus zeigt den 10 Jüngern seine Wunden. Und die berichten dem Thomas dann, hey, wir haben Jesus gesehen, wir haben seine Wunden gesehen, wir haben seine Seite gesehen. Und was passiert? Es ist was ganz Normales. Ich glaube, da würde doch jeder sagen, also ihr habt das alle erlebt, aber ich habe das nicht erlebt. Also ich kann das nicht glauben. Ich habe da eine Verständnisschwierigkeit. Ich will das selber sehen. Und deswegen sagt er das dann, wenn ich das nicht mit eigenen Augen erfahre, wenn ich das nicht betasten kann, sagt er sogar, wenn ich das nicht fühlen kann, die Wunden Jesu, dann werde ich das nicht glauben. Thomas spricht offen und ehrlich seine Zweifel aus. Und wisst ihr, was Jesus außerordentlich schätzt? Ehrlichkeit. Schätzt Jesus außerordentlich. Womit Jesus ein Problem hat, ist Heuchelei. So tun, als ob. Aber Ehrlichkeit, das schätzt Jesus. Und Thomas blieb nicht in seinem Zweifel. Seine Ehrlichkeit wird belohnt. Jesus tritt noch einmal, das haben wir in der Schriftlesung gehört, noch einmal in den Raum, wo jetzt alle Jünger zusammen sind. Und er sagt zu Thomas, reiche deine Finger her. Sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite. Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Und das Spannende ist, das, was manchmal dann in Bildern gemalt wird, wenn man sich diese Szene vorstellt, wie, ich habe mal so ein Bild gesehen, wo Thomas dann so seinen Finger in die Wundmale Jesu legt, das steht hier gar nicht. Also Thomas hat zwar vorher gesagt, also wenn ich das nicht mit meinen Fingern betasten kann, dann glaube ich nicht. Aber das hat er nicht gemacht. Die Anwesenheit Jesu, die Gegenwart Jesu reicht ihm und überführt ihn. Und das reicht ihm dann und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Jesus verurteilt den Zweifler nicht, er lädt zum Glauben ein. Wir als Gemeinde sollten Zweifelnde nicht verurteilen. Und wenn sich jemand öffnet und von seinen Zweifeln erzählt, dann müssen wir dieser Person Raum geben, für sie beten, diesen Zweifel manchmal aushalten und der Person mit unserem Rat und mit unserem Gebet zur Seite stehen. Wie können wir das tun? Wie gehen wir denn gut mit Zweifeln um? Im Jakobusbrief heißt es nämlich, wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, vom Wind getrieben, hin und her bewegt. Das will ja letztlich niemand. Niemand will diese Haltlosigkeit, dieses Gefühl, heute so, morgen so, hin und her geworfen. Was ist das Gegenmittel in solchen Situationen? Etwas, was wir gerade bei Thomas schon gesehen haben, den Zweifel aussprechen. Wir können Zweifelnde beraten, indem wir sagen, sprich mit mir darüber. Lass mich wissen, was dich bewegt, damit ich für dich beten kann. Wenn wir selber diese Zweifel haben, dürfen wir sie wie Thomas aussprechen, dürfen uns vor anderen öffnen. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig, dass wir Menschen um uns haben, die uns immer wieder fragen, wie geht's dir in deinem Glauben? Das kann man nicht in einer Gemeinde erwarten, dass das jeder von jedem tut. Das funktioniert nur in Kleingruppen. Es funktioniert nur in einem engen Kreis, wo sich Menschen zusammenschließen und sagen wir stellen uns zusammen und wir gehen den Weg zusammen. Denn der Glaube, der fordert ja die Vernunft heraus.
Eigentlich ist der Glaube an vielen Stellen gegen die Vernunft, gegen die Logik, gegen menschliche Erfahrung. Ich meine, was sind unsere Glaubensinhalte? Gott wird Mensch. Tote stehen auf. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Himmel und Hölle. Manches widerspricht dem gesunden Menschenverstand, anderes widerspricht den Naturgesetzen. Was glauben wir denn da? Was macht das denn mit uns? Und der beste Weg, dem Zweifel zu begegnen, ist nicht, das zu unterdrücken, zu sagen, das hat ja hier keinen Platz, das darf doch nicht sein, das, was in mir ist, das stimmt doch was nicht mit mir. Nein, der beste Weg ist, das zu behandeln. Denn es ist sowieso da und durch Verdrängung geht es nicht weg. So lasst uns von Thomas lernen, der in dieser Gruppe der Jünger sagen kann, also ich kann das nicht glauben momentan. Und was passiert? Ich meine, Jesus begegnet denen ja später, da ist ja Thomas immer noch dabei, der ist immer noch Teil der Gruppe. Da sagen die anderen nicht, also ja, wenn du das nicht glauben kannst, dann jetzt hier weg mit dir, ne? Dann bist du beim nächsten Treffen aber nicht mehr dabei. Thomas bleibt Teil der Gruppe mit seinem Zweifel, bleibt dabei und Jesus belohnt das, indem er ihm begegnet. Aber wir sprechen nicht einfach nur Zweifel aus. Wir können gut mit Zweifeln umgehen, indem wir mit Gott reden. Wenn wir Zweifel zulassen, wenn wir dem Zweifel Raum geben, dann sollten wir niemals dabei stehen bleiben. Dann drehen wir uns nur noch um den Zweifel. Wir holen die entscheidende Partei, um die es geht, mit dazu. Also auf der einen Seite ist da der bin ich mit meinem Zweifel auf der, und wir holen die dritte Partei, wir holen Gott mit dazu. Und wir sagen, hier bin ich, das ist meine Situation, das sind meine Zweifel. Aber wir erwarten oder hoffen, dass Gott da auch ist und dass er etwas zu sagen hat dazu. Glaube bedeutet in erster Linie Beziehung, Beziehung zu Gott, Vertrauen in Gott. Und es ist nicht das Wissen über Gott. Und deshalb ist es in dieser Perspektive, in der Glaubensbeziehung zu Gott, auch völlig klar, dass es nicht darum geht, einen Glauben zu haben, der über jeden Zweifel erhaben ist. Es ist eine Beziehung. Und das Wissen ist nicht das Wichtigste, sondern die Beziehung zu Gott muss an erster Stelle stehen. Wir sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Das ist nicht das Ziel. Aber wo wir zweifeln und wo wir straucheln, da will Gott selbst uns halten und Gott selbst uns weiterführen. Selbst wenn wir an der Wirksamkeit des Gebets dann vielleicht zweifeln, selbst wenn wir an der Existenz Gottes zweifeln, können wir dennoch mit ihm reden? Können wir dennoch das aussprechen? Denn auch der Glaube, dass es keinen Gott gibt, ist ja ein Glaube. Auch der Atheismus ist ein Glaube, dass es keinen Gott gibt. Und der Atheist, der zweifelt vielleicht an manchen Stellen daran und sagt sich, vielleicht gibt es doch einen Gott. Und der Christ zweifelt an manchen Stellen, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht, wenn die Situation extrem genug wird. Das heißt, egal was in uns ist, wir sollten immer dennoch mit Gott reden. Und dann können wir das so herausschreien vielleicht, so wie dieser Vater in Markus 9, von dem ich schon erzählt habe. Hilf mir heraus. Ich will ja glauben. Hilf meinem Unglauben. Ich kann jetzt gerade nicht glauben. Herr, hilf mir dabei. Das ist jetzt deine Aufgabe, mich dabei zu halten. Lass mich nicht fallen. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir das so oft in der Bibel, liebe Gemeinde. Ein Großteil der Bibel spricht davon, wie Menschen mit Gott hadern, wie Menschen zweifeln und damit umgehen. Schauen wir in die Psalmen, zum Beispiel Psalm 22. Und nicht nur Psalm 22, so viele Psalmen sprechen genau davon. Psalm 22 sagt David, der mit seinen Möglichkeiten am Ende ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht und des Nachts finde ich doch keine Ruhe. Dramatisch. Aber David formuliert das.
David beschreibt seine Lage weiter mit drastischen Bildern in diesem Psalm. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Hatte David jetzt wirklich da einen Stier und einen Büffel und einen Löwe vor Augen? Nein, es sind Bilder für seine Situation. Das, was er in seinem Leben erlebt, die Umstände in seinem Leben, die erlebt er so als so schwere Bedrängnis, dass er sie so mit diesen drastischen Bildern beschreibt. Und es bedrängt ihn so sehr, dass es bis ins Körperliche hineingeht. Er sagt, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, all meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt am Gaumen. Bis ins Körperliche hinein erlebt er diese Anfechtung, erlebt er diesen Zweifel. Und er bringt sie vor Gott. Er spricht mit Gott darüber. Und so radikal seine Bedrängnisse sind, so radikal ist auch das, was er erlebt. Er erlebt, dass Gott sich ihm zuwendet, dass Gott eine Antwort schenkt. Wie auch immer, am Ende des Psalms, wie das passiert, wissen wir nicht, aber am Ende des Psalms sagt er, du hast mich erhört. Du hast mich erhört. Deshalb, wir können so viel lernen aus der Bibel, aus den Psalmen und aus den anderen Schriften, wie wir mit Zweifeln in unserem eigenen Leben umgehen können, wie wir Zweifelnden raten können, wie wir ihnen zur Seite stehen können. Ein letzter Gedanke, wie wir das auch noch gut tun können, ist, indem wir uns auf Jesus konzentrieren. Denn Jesus ist der Kern der Botschaft Gottes. Jesus ist das Zentrum. Und wenn wir uns auf das Zentrum konzentrieren, konzentrieren wir uns auf das Wichtigste. In Johannes 6 lesen wir, dass nach einer Predigt von Jesus viele Menschen von ihm weggehen, sich von ihm abwenden. Und Jesus fragt die 12, wollt ihr auch weggehen? Denn dazu können Zweifel ja führen, dass man in so einen Zweifelstrudel gerät, dass man dann sagt, ich habe keinen Platz mehr in der Gemeinde, niemand interessiert sich für mich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich bin ganz alleine damit, ich habe keinen Raum, das auszusprechen und dann gehe ich weg. Dann gehe ich einfach weg. Weg von Jesus. Und Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Und da sagt Simon Petrus diese bekannten Worte, wohin sollen wir gehen? Und diese Perspektive wünsche ich jedem Zweifler, jedem zweifelnden Menschen, der irgendwie ins Straucheln gerät. Denn das ist meine ganz persönliche Perspektive, die mich immer wieder hält. In allen Zweifeln, die das Leben mit sich bringt, in allen Zweifeln, die die Betrachtung der Welt mit sich bringen kann. In allen Zweifeln komme ich an diesen letzten Punkt. Wohin sonst sollten wir gehen? Es gibt nichts Besseres. Ich habe in meinem Leben nichts Besseres gefunden als Jesus. Keine bessere Erklärung für diese Welt. Keine bessere Definition von Liebe. Keine bessere Definition oder Vorstellung von Gott. In allen Zweifeln komme ich immer wieder zu diesem Punkt. Es gibt zu Jesus keine Alternative. Diese liebevolle Beziehung, die er ermöglicht. Im Vergleich mit allen anderen Gedankenkonstrukten dieser Welt ist das für mich das Überzeugendste, das größte Geschenk. Gott selbst gibt sich für uns hin, kommt uns entgegen. Und wie gut ist es, dass wir da nicht auf unsere eigene Treue und auf unser eigenes Vermögen angewiesen sind. Nein, wir haben vorhin das Lied gehört, bleibend ist deine Treu. Das ist der Grund. Wir werden gehalten, auch in Zweifeln, auch in unsäglichen Situationen. Das ist das größte Geschenk und die größte Erfahrung, dass Gott uns hält. Deshalb in meinen Zweifeln will ich mich immer wieder auf Jesus konzentrieren. Will wegblicken von mir selbst, wegblicken von meinen eigenen Sünden. Anstatt mich auf meine eigenen Sünden zu konzentrieren und darauf zu schauen, will ich auf Jesus blicken, der sich für meine Sünden hingegeben hat am Kreuz, der dafür bezahlt hat. Anstatt auf meine eigenen mangelnden Fähigkeiten zu schauen und mich darauf zu konzentrieren, will ich auf Jesus schauen, der mir sagt, dass er mich befähigt. Anstatt auf meine Begrenzungen zu schauen,
will ich auf Jesus blicken, von dem es heißt, dass in ihm alle Erkenntnis, alle Weisheit zu finden ist. Und das ist so wichtig bei Zweifeln, von dem eigenen Blick auf die eigene Person wegzukommen. Denn das machen Zweifel mit uns. Wir sehen dann nur noch uns selbst. Wir verkrümmen uns zu uns selbst und wir gucken nur noch auf uns und unsere Situation. Wir sehen nichts anderes mehr. Wir sehen unsere Defizite, wir sehen unsere Sorgen, wir sehen unsere Probleme. Dabei sollten wir auf Jesus blicken, den Urheber und den Vollender des Glaubens. Und wir können von ihm dann lernen, mit unserer Situation umzugehen. Und wenn wir auf ihn blicken, dann lernen wir von ihm, dann verstehen wir, was er seinen Jüngern damals sagte. Sagte Jesus so ein paar Dinge. Er sagte, schaut auf die Vögel auf dem Feld, wie sie Körner sammeln, wie sie versorgt werden. Wenn ich in meinen Zweifeln drin bin, schau dir mal so einen Vogel an, der draußen rumfliegt, und überleg, was das mit dir macht. Und Jesus sagt, schau die Lilie auf dem Feld, wie sie blüht. Bald beginnt der Frühling, manche Blumen blühen schon. Bei uns im Garten sind schon einige Tulpen, stehen da schon andere Blumen, keine Ahnung. Was für ein schönes Bild. Wir gehen hin und schauen diese Sachen an. Und es ist eine ganze Predigt. Kann man da noch zweifeln? Was macht das mit meinem Zweifel, wenn ich das betrachte? In Matthäus 9, 36 und 37 steht, dann stellte Jesus ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es auf die Arme und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Stellt euch das vor, Jesus nimmt jetzt, die Kinder sind im Kindergottesdienst, nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, wer das aufnimmt, der nimmt mich auf und der nimmt den Vater auf, der mich gesandt hat. Das hat etwas, das ist eine ganze Predigt. Schaut dieses Kind an. Dieses Kind bezeugt Jesus. Dieses Kind bezeugt den, der Jesus gesandt hat, den Vater. Versucht das mal, wenn ihr mit Zweifeln zu tun habt. Wenn ihr in Zweifeln gefangen seid, schaut euch mal ein kleines Kind an. Und lasst das auf euch wirken. Schaut die Augen dieses Kindes an. Und dann stellt euch die Frage, kann ich noch zweifeln? Lernen wir, die Welt zu betrachten, die Welt zu sehen, und sie spricht von der Herrlichkeit Gottes. Nicht alles. Wir sehen natürlich auch die Dinge, die nicht so gut laufen. Die Dinge, die Zweifel in uns hervorrufen, das Leid, die Ungerechtigkeit. Aber es gibt auch die andere Seite. Zweifel an Raten, das war heute unser Thema. Und wie wir das tun können, habe ich versucht, ein bisschen zu entfalten. Wir können Zweifel aushalten, weil wir wissen, worauf es ankommt, auf den Glauben. Wir brauchen eine Ehrlichkeit, eine Offenheit. Wir dürfen keine Tabuisierung praktizieren. Denn ein Zweifel, der nicht bearbeitet wird, der nicht da sein darf, der unterdrückt wird, der kann zur Verzweiflung führen. Und es gibt zu viele Menschen, die verzweifelt sind. Wir sollten den Zweifelnden nicht verurteilen. Schubladendenken abschaffen. Es geht nicht darum, der hat einmal das gesagt und jetzt ist der in der Schublade drin. Nein. Stattdessen sollen wir Hilfestellung und Begleitung bieten. Für uns selbst können wir diese Dinge mitnehmen und für andere. Zweifeln Raum geben, sie aushalten, sie aussprechen. Im Hauskreis, in unseren Beziehungen. Füreinander beten, diese Sachen vor Gott bringen, mit Gott im Gespräch sein. Und weg von uns selbst schauen, zu Jesus hin, uns auf ihn konzentrieren. Und dann wird Gott uns zeigen, dass wir nicht von unserer eigenen Treue abhängig sind, sondern dass er treu ist und uns hält. Davon bin ich fest überzeugt. Amen.